Schauen wir mal, ob das heute klappt. Okay, herzlich willkommen beim heutigen Webmaster-Sprechstunden-Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst hier bei Google in der Schweiz. Und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster-Hangouts, wie hier, wo Publisher, Webmaster sich einloggen können und mit uns über, sag ich mal, die Websuche und Websites sprechen können. Sieht es aus, als ob da jetzt einige mehr reinkommen können als vorher. Das ist eigentlich auch ganz toll. Leider können wir keine Live-Übertragung machen auf YouTube mehr. Das funktioniert irgendwie mit dieser Einrichtung nicht. Aber wir nehmen nachher die Aufnahme und stellen sie dann aufs YouTube-Kanal. Wie immer sind da schon einige Fragen eingereicht worden. Aber wenn einer von euch möchte, könnt ihr gerne schon mal loslegen mit euren Fragen. Nicht, ist das auch okay. Okay, dann schauen wir mal die Fragen an, die eingereicht worden sind. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt oder Kommentare, einfach nur loslegen. Okay, da haben wir gerade eine lange Frage am Anfang. Seitdem die FAQ-Markup in den Suchergebnissen angezeigt werden, sehen wir zahlreiche Competitors, die diese Feature intensiv verwenden, um mehr Platz in den Suchergebnisseiten zu finden. Denke, das geht so in die Richtung, müssen wir da jetzt auch mitmachen oder macht Google da etwas, um das, sag ich mal, ein bisschen wieder zurückzuholen, vom Platz her? Aus meiner Sicht find ich es toll, wenn Websites die neuen Funktionalitäten ausprobieren. Da sehe ich das eigentlich okay, dass da, wenn man schnell ist, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Markup, dass man die neuen Sachen halt ein bisschen schneller ausprobiert als andere. Aus meiner Sicht ist das okay. Ich denke, von der Produktseite wird das sicher so sein, dass wir da im ersten Moment halt mal ein bisschen Erfahrung sammeln müssen, wie das Ganze funktioniert in den Suchergebnissen da. Das heißt, wie oft und wann sollen wir diese Feature darstellen? Sollen wir vielleicht andere Arten der Rich Results darstellen? Wie viele von solchen Rich Results sollen wir auf einmal in einer Suchergebnisseite bringen? Je nachdem halt, wie das Sinn macht und für welche Themen, ob man da irgendwie algorithmisch das ein bisschen besser einstellen kann. Ich denke, was wir da sicher sehen werden, ist, dass im Laufe der Zeit, dass sich das ein bisschen wieder einpendelt, so dass das wahrscheinlich ein bisschen, sag ich mal, normaler aussieht, dass man sich ein bisschen dran gewöhnen kann, wie das funktioniert, dass man diese Art von Rich Results dort sieht, wo es mehr Sinn macht und vielleicht weniger oft dort sieht, wo es halt weniger Sinn macht, wenn das irgendwie allgemeine Suchanfragen sind, wo keine Fragen und Antworten gesucht sind vom Benutzer. Ob es sich lohnt, für euch da aufzuspringen oder nicht, ich denke, das ist euch überlassen. Mal, bei manchen Websites macht das sicher Sinn, dass man da mit Fragen und Antworten diesen Markup auch verwendet, um da diese Inhalte auch sichtbar zu machen in den Suchergebnissen. Bei anderen Websites ist das vielleicht eher ein bisschen erzwungen und macht vielleicht weniger Sinn. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, solche Sachen, wenn sie neu sind, ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, klappt das für euch, klappt das nicht? Gibt es vielleicht andere Arten, die für euch interessant sind? All das ist eigentlich für uns auch relativ wichtig zu erfahren von euch. Ich Darf ich denke, dazu, Entschuldigung, darf ich dazu eine Frage stellen? ja, klar. Wie ist es denn, wenn jetzt mehrere dieses Markup drin haben? Und es ist ja wahrscheinlich so, dass dann drei oder vier oder fünf dargestellt werden auf der ersten Seite. Wird das dann, wie würde das dann ausgewählt, wer diese Ergänzungen bekommt? Wie das ausgewählt wird, weiß ich nicht. Ich glaube, vom Team her ist es so, dass da eine beschränkte Anzahl dieser Rich Results pro Suchergebnisseite dargestellt werden. Das heißt, wenn alle 10 Ergebnisse mit FAQ-Markup versehen sind, dann macht es ja auch wenig Sinn, dass jeder so einen riesen Block noch dazu hat. Das ist dann wieder unübersichtlich für den normalen Benutzer. Aber wenn wir, sag ich mal, ein oder zwei oder drei
Ergebnisse da herauswählen und die Rich Results zeigen, dann versuchen wir das da zu bringen, wo das entsprechend auch relevant ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es am Anfang ein bisschen schwieriger ist für unsere Algorithmen festzustellen, wo das relevant ist und wo das weniger relevant ist. Aber das wird sich sicher im Laufe der Zeit wieder einpendeln. Ich denke, auch bei all diesen Rich Results Arten ist es auch wichtig für euch zu überlegen, wo macht es für euch Sinn? Das heißt, welche Informationen wollt ihr, dass Benutzer wirklich effektiv auf eurer Website verarbeiten? Welche Informationen sind für euch okay, wenn das Benutzer direkt in den Suchergebnissen sehen? Wenn man zum Beispiel die Öffnungszeiten von einer Firma anschaut, dann ist es ja eigentlich egal, ob jemand auf eure Website geht, um die Öffnungszeiten anzuschauen oder ob jemand die Öffnungszeiten direkt in den Suchergebnissen sieht. Das Ziel ist ja, dass jemand dann quasi im zweiten Schritt zu euch in die Firma kommen kann und das quasi den Rest dort erledigen kann. Aber es gibt sicher Bereiche, wo ihr sagt, ich möchte, dass diese Informationen auf meiner Website bleiben, dass Benutzer auf meine Website gehen, um diese Informationen zu sehen, und andere Bereiche, wo ihr vielleicht sagt, das ist aus meiner Sicht egal, wo der Benutzer diese Informationen kriegt. Hauptsache, der Benutzer bekommt diese Informationen irgendwie. Okay. Wir haben festgestellt, dass unser Google Tag Manager Container bis zu 35 Lighthouse Performance Punkte kostet. Dadurch beträgt unser Lighthouse-Score nicht 70, sondern nur 35. Könnte dies ein SEO-technisches Problem darstellen beziehungsweise negative Auswirkungen auf die SEO-Performance haben? Was würdest du Webmasters empfehlen, die auf ein ausführliches Tracking angewiesen sind? Gibt es Performance-Alternativen zu Google Tag Manager Container? Ich weiß nicht, was ihr alles in Google Tag Manager macht oder mit dem Container da und welche anderen Varianten es da gibt. Von dem her kann ich da relativ wenig sagen, spezifisch zum Google Tag Manager. Aus unserer Sicht ist es aber so, dass wir auch weniger darauf achten, welcher Hersteller quasi eure Technologien herstellt, sondern wir achten eigentlich auf den Endeffekt. Das heißt, wenn der Benutzer sieht, dass diese Seite wirklich sichtbar langsamer ist, wenn ihr diese Technologie einsetzt, dann ist das für uns ein Zeichen, dass diese Seite wirklich langsamer ist. Und dabei ist es egal, ob das jetzt mit einem Google Tag Manager gemacht wird oder ob man von Adobe ein System einsetzt oder ob man das Tracking separat macht oder ob man quasi ein eigenes System für das Tracking einrichtet. Der Endeffekt ist ja für den Benutzer das Gleiche. Der Benutzer macht ja auch keinen Unterschied, ob das jetzt von Google ein System ist oder von irgendeinem anderen Anbieter. Und von dem her, wenn ihr seht, dass irgendeine Technologie, die ihr einsetzt, wirklich sichtbar eure Seiten langsamer macht, dann ist das vielleicht etwas, was ihr auch mal anschauen könntet, um wirklich eure Seiten ein bisschen schneller zu machen. Einerseits ist das für Benutzer natürlich immer toll, wenn die Websites schneller werden. Andererseits verwenden wir die Geschwindigkeit insbesondere bei den mobilen Suchergebnissen als ein Ranking-Faktor. Das heißt, wenn wir sehen, dass Seiten wirklich sichtbar langsamer sind, dann versuchen wir das im Ranking auch entsprechend zu berücksichtigen. Und dabei ist es weniger so, dass wir nur auf den theoretischen Lighthouse-Score achten, sondern wir versuchen da verschiedene Metriken zusammenzunehmen, um wirklich ein Gesamtbild von dieser Webseite zu kriegen, damit wir wirklich sehen, wie beträgt diese Geschwindigkeit dieser Webseite im Vergleich zu anderen Webseiten. Und eben, wenn ihr seht, dass ihr mit dieser Konfiguration mit Google Tag Manager wirklich eine sichtbare Geschwindigkeitsverlangsamung habt der Webseite, dann würde ich das auf jeden Fall auch anschauen. Ab wann sollen wir SEOs, Webmaster, kalte Füße bekommen, wenn wir bislang noch keine Benachrichtigung bezüglich der Mobile First Indexing Umstellung in Search Console erhalten haben? Ist dies bei größeren Seiten normal? Gibt es schon eine ungefähre Deadline auf Seiten Googles, bis wann alle Seiten umgestellt werden? Ich weiß nicht, kalte Füße muss man eigentlich nicht kriegen. Ich denke, was normalerweise passiert, gerade bei größeren Websites,
ist, dass die Konfiguration der Website teilweise recht heterogen ist. Das heißt, dass man verschiedene Bereiche innerhalb der Website hat, die mit verschiedenen Systemen arbeiten und wo es dann sein kann, dass unser Mobile-First-Indexing-Test quasi sieht, in diesem Teil der Website ist alles okay und im anderen Teil der Website ist noch nicht alles okay. Also sind wir da vielleicht ein bisschen eher auf der sicheren Seite und sagen, wir schalten diese Website erst dann um, wenn wirklich alles bereit ist. Einerseits kann man natürlich selber hingehen und versuchen festzustellen, wo die Bereiche sind, die vielleicht noch nicht so geeignet sind für Mobile-First-Indexing. Andererseits versuchen wir, denke mal, in den kommenden Monaten auch Nachrichten entsprechend zu verschicken an diese Websites mit ein bisschen mehr Informationen über die Hauptprobleme, die wir da gefunden haben. Auf unserer Seite ist es im Moment ein bisschen, sag ich mal, schwierig, weil wir da versuchen, wirklich die kritischen Probleme zu erkennen, statt einfach nur alle Probleme zu erkennen. Das heißt, es hilft euch relativ wenig, wenn wir 10 Probleme auflisten und die sind eigentlich nicht so wichtig und als letzten Punkt erwähnen wir dann noch nebenbei einen anderen Faktor, den man auch noch quasi aufräumen sollte und das ist eigentlich der kritischste Punkt. Und da versuchen wir, diese Nachrichten so zu gestalten, dass wir wirklich die kritischsten Probleme erkennen können und euch über die dann auch informieren können. Bezüglich Deadline haben wir noch keinen festgelegt. Ich denke, dass das wird sicher auch noch kommen, dass wir irgendwann sagen, wir haben jetzt die meisten Websites umgeschaltet, wir schalten den Rest auch an irgendeinem bestimmten Datum dann auch mal um. Wir versuchen das soweit in die Zukunft zu nehmen, dass ihr wirklich auch Zeit habt, etwaige Probleme noch aufzuräumen, bevor wir diese Umstellung dann machen. Okay, wir haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz als deutschsprachige Domains mit korrekten hreflang bzw. Canonical-Einstellungen versehen. Die einzelnen Domains verweisen via Canonical auf sich selber und via hreflang auf die verschiedenen Länderversionen. Wenn wir jedoch zum Beispiel eine deutsche Seite mit Copyscape prüfen, werden auch AT- oder CH-Versionen als Duplikat angezeigt. Haben wir also trotz Canonical hreflang Settings ein Duplicate-Content-Problem oder kann man die Meldung auf Copyscape in solchen Fällen ignorieren? Interessante Frage. Ich weiß nicht, wie Copyscape funktioniert oder was da von Copyscape geprüft wird. Von dem her lässt sich das schwierig sagen, ob das okay ist oder nicht. Grundsätzlich ist es aber auch so, gerade im Bereich Deutschland, Österreich und Schweiz gibt es sehr viele Seiten, die wir finden, die an und für sich die gleichen Inhalte haben. Was dann auf unserer Seite passiert, ist, dass es ein bisschen kompliziert wird für euch hauptsächlich. Was da passiert ist, wir sehen diese Seiten als Duplikate an. Wenn wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die Homepage der Website anschauen und die Homepage über Deutschland, Österreich und Schweiz sehen genau gleich aus. Was dann passiert ist, wir sehen diese Seiten als Duplikat. Wir wählen eines dieser Seiten als Canonical aus und das ist dann unter Umständen eine von diesen Versionen, nicht immer die Version für Deutschland. Manchmal ist es auch die Version für Österreich oder für die Schweiz. Wir nehmen die als Canonical und in den Suchergebnissen, wenn wir wissen, dass die hreflang-Verbindung da ist, zeigen wir dann die richtige URL entsprechend an. Das heißt, wir wählen zum Beispiel die Deutschland-Version als Canonical für eine Seite. In den Suchergebnissen, wenn jemand in der Schweiz sucht, wenn wir wissen, dass da eine Schweizer Variante besteht, dann zeigen wir die Schweizer URL in den Suchergebnissen an. Das macht eigentlich soweit Sinn. Das klappt eigentlich relativ gut in den meisten Fällen. Schwierig ist es dabei nur, wenn man zum Beispiel im Titel oder in der Beschreibung länderspezifische Informationen noch dabei hat, dann sieht das manchmal ein bisschen komisch aus. Dann lohnt es sich da zu überlegen, ob man diese Version wirklich unterschiedlich machen kann, damit die nicht als Canonical gesehen werden. Das andere Problem ist in solchen Situationen, dass die Informationen in Search Console ein bisschen verwirrend
da in solchen Situationen dann dargestellt werden. Das heißt, weil wir ein Canonical ausgewählt haben, sind die meisten der Informationen in Search Console bei diesem Canonical abgelegt. Das heißt, wenn ich den Indexstatus anschaue für die DE, CH und AT-Version der Website, dann sehe ich, dass die DE-Version indexiert ist und bei der AT- und der CH-Version sehe ich dann, dass diese URLs vielleicht nicht indexiert sind. Weil als Canonical ist ja die DE-Version quasi ausgewählt worden. Ebenso ist es bei den Performance-Daten in Search Console, da wird das auch alles beim Canonical-Domain dargestellt. Man kann aber da dann auch pro Land entsprechend das aufteilen und sagen, Benutzer in der Schweiz, Benutzer in Österreich und so dann auch die einzelnen länderspezifischen Performance-Informationen entsprechend dort auch sehen. Also wie gesagt, an und für sich ist das nicht problematisch in dem Sinne, dass diese Seiten schlecht erscheinen in den Suchergebnissen oder vom Ranking her irgendwie benachteiligt sind, sondern in erster Linie ist es kompliziert, einfach weil die Auswertung in Search Console dann viel verwirrender ist. Was man machen kann, um das zu vermeiden, ist eigentlich nur, dass man wirklich dafür sorgt, dass man unterschiedliche Inhalte hat auf den deutschen, österreichischen, Schweizer Versionen, sodass wir nicht ein Canonical auswählen, sondern dass wir diese Seiten alle separat indexieren können. Und zurück zu Copyscape. Ich weiß eben nicht, wie Copyscape diese Informationen herausholt. Es kann schon sein, dass da Copyscape irgendwie erkennt, dass diese einzelnen Versionen separat indexiert sind oder dass sie per hreflang ausgetauscht werden. Im Grunde genommen würde ich mir aber wegen Copyscape keine Gedanken machen, aus SEO-Gründen keine Gedanken machen, weil das ist ja an und für sich ein externes System, was in erster Linie nicht als, sag ich mal, SEO-Test da funktioniert. Sondern ich würde da eher in Search Console schauen, wie es da effektiv indexiert ist, wie diese Seiten effektiv in den Suchergebnissen dargestellt werden. Ich hätte da eine Frage dazu. Okay. Wie ist es denn, wenn die Seite in andere Sprachen übersetzt wird, also 1:1 Überschrift, absatzmäßig 1:1 übersetzt, muss ich dann mit einem Canonical arbeiten oder sind es grundsätzlich aufgrund der unterschiedlichen Sprachen schon verschiedene Inhalte? Wenn das übersetzt ist, sind das auf jeden Fall unterschiedliche Inhalte. Super, vielen Dank. Okay. Für wann dürfen wir das nächste große Core-Update erwarten? Nach welchen Kriterien werden die Zeitpunkte für diese Updates festgelegt? Ich habe da kein Datum im Voraus, wann die nächsten Core-Updates kommen. Die Zeitpunkte werden in erster Linie so festgelegt, einfach wenn die Updates fertig sind. Das heißt, wir versuchen da nicht irgendwie einen bestimmten Rhythmus aufrechtzuerhalten, sondern wenn wir größere Anpassungen an unseren Algorithmen gemacht haben, wenn wir diese genug getestet haben, wenn wir sicher sind, dass wir die entsprechend so in den Suchergebnissen bringen können, dann versuchen wir die zu bringen. Wir versuchen in der Regel größere Updates direkt vorm Wochenende zu vermeiden oder vor längeren Ferienzeiten zu vermeiden, einfach damit wir sicher sind, dass entsprechende Mitarbeiter auf unserer Seite verfügbar sind, falls irgendetwas schiefgehen sollte. In der Regel werden diese Updates jedoch so getestet, dass da eigentlich nicht viel groß schief geht. Oder zumindest hoffentlich. Wir sehen, dass es seit heute Nacht ca. 2 Uhr Indexierungsprobleme bei Google News gibt. Spiegel, Focus und viele andere wurden seitdem bei newsgoogle.de nicht mehr indexiert. Kannst du bitte herausfinden, was los ist und wann die Indexierung wieder normal läuft? Ja, da ist irgendwas auf unserer Seite schiefgegangen, gerade bezüglich der Indexierung von neuen Inhalten und mit dem Inspect URL Tool in Search Console. Soweit ich sehen kann, hat sich das mehrheitlich eigentlich wieder beruhigt. Sollte eigentlich alles soweit wieder
mehr oder weniger okay sein. Ich warte da noch auf die definitiven Bescheide von den Engineering-Teams und dann werden wir da entsprechend auf Twitter das entsprechend auch wieder informieren und bekannt geben, wann das wirklich effektiv vorbei ist. Solche Probleme versuchen wir natürlich zu vermeiden und ja, wenn wir sehen, dass etwas Größeres gerade auftritt, versuchen wir das auch entsprechend auch auf Twitter entsprechend bekannt zu geben, damit man ein bisschen eher weiß, dass es ein Problem auf Googles Seite ist und nicht unbedingt etwas, was auf eurer Seite ist. Auf Twitter versuchen wir das über den normalen Google Webmaster Central Konten entsprechend zu informieren. Wie haben wir auf die Nachricht aus der Search Console zu reagieren? Und dann ist es eine Nachricht über Duplikat vom Nutzer nicht als kanonisch festgelegt. Grundsätzlich ist es so, dass in Search Console, wenn wir sehen, dass es größere Veränderungen bei den Fehlern oder bei den Warnungen für eine Website gibt bezüglich dem Indexierungsstatus von einzelnen Teilen der Website, dann versuchen wir eine Nachricht zu schicken. Die Idee ist da, dass man nicht regelmäßig in Search Console hineingehen muss und immer wieder Refresh machen muss, sondern dass man da auf die Nachrichten eher reagieren kann und dass man dann in Search Console geht und entsprechend einfach schaut, wo sind die Probleme, was muss man da dann entsprechend machen, welche Probleme sind vielleicht weniger relevant. Ich habe das kurz mit dieser Website angeschaut und effektiv, was man da machen müsste in einem solchen Fall, wenn man eine solche Nachricht kriegt, ist einerseits in Search Console zu gehen. Ich würde empfehlen, diesen Teil der Warnung entsprechend wieder zu finden in Search Console. Das heißt, im Indexierungsstatus, dass man da die einzelnen Elemente aktiviert und dass man dann entsprechend schaut, wo kommt diese Meldung. Und dann, dass man dort vielleicht die Beispiel-URLs anschaut, dass man sieht, welche Seiten wurden so gemeldet. Dann kann man mit dem Testing-Tool in Search Console schauen, ist das ein aktuelles Problem, das weiterhin besteht, oder ist es ein Problem, das einfach einmal bestanden hat und vielleicht jetzt wieder behoben ist. Ich habe hier gesehen, gerade bei dieser Website, dass da einfach einige PDF-Dateien entsprechend so markiert worden sind. Und das aus Canonical ist einfach ein anderes Unterverzeichnis oder ein anderes Subdomain von der gleichen Website entsprechend ausgewählt worden. Das heißt, die PDFs sind dann vielleicht unter zwei unterschiedlichen URLs erreichbar und wir haben eine andere URL als Canonical festgelegt. Und an und für sich ist das in einem solchen Fall total okay, da muss man eigentlich nichts Spezielles machen. Das heißt, an und für sich, diese spezielle Meldung in diesem Fall könnte man zum Beispiel ignorieren. Ich verstehe, das ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man eine Fehlermeldung über Search Console kriegt und man schaut das an und denkt, das ist ja eigentlich doch kein Fehler. Aus unserer Sicht ist es allerdings so, dass unsere Algorithmen natürlich nicht wirklich beurteilen können, was ist für euch ein Problem und was sieht für uns einfach nur ein bisschen komisch aus. Das heißt, gerade wenn als Canonical ein anderes Subdomain festgelegt wird, ist das etwas, was für euch okay ist oder nicht? Wissen wir ja an und für sich nicht immer. Deswegen melden wir solche Sachen eher in Search Console und überlassen es euch dann zu sagen, das ist ein Problem, das ich beheben will oder das ist eigentlich aus meiner Sicht okay. Unser Brand ist bei Google My Business groß geschrieben. Bei Sprachsuchen in Google Home wird das Ergebnis nun buchstabiert. Gibt es hier eine Lösung, das Buchstabieren zu umgehen? Weiß ich nicht. Weiß ich effektiv nicht, wie das am besten gemacht werden kann. Ich kann das auf jeden Fall an das Google Home Team hier mal weitergeben. Vielleicht lässt sich da irgendetwas machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht immer ganz klar ist, ob jetzt etwas, was groß geschrieben ist, eine Abkürzung ist oder ob das effektiv ein eigenes Wort ist. Aber ich gebe das mal an das Team weiter. Ich weiß nicht, ob man in Google Home das direkt auch selber melden kann. Wenn ja, würde ich das auf jeden Fall dort auch machen.
tritt in einer Search Console Property auf, die ich betreue. Ich filtere in der Search Console Leistung nach einem Suchbegriff. Dann füge ich noch einen Länderfilter hinzu. Nach dem Hinzufügen des zweiten Filters wird eine höhere Anzahl an Site Impressions angezeigt als zuvor. Wenn ich nur den Suchbegriff filtere, wie kann es sein, dass zwei Filter eine höhere Zahl an Site Impressions zurückliefern, als wenn ich nur einen Filter verwende? Gute Frage. Am besten wäre es da, wenn du mir die Information mal zuschicken könntest, gerade bei welcher Website und welche Art von Filterung du da machst, dann kann ich das direkt mit dem Team hier anschauen. Ich weiß, manchmal ist es ein bisschen schwierig mit den Gesamtzahlen, weil wir versuchen, die möglichst schnell zu berechnen. Und da kann es schon sein, dass da irgendetwas passiert, wenn man das genauer angibt, dass wir dann genauer nachrechnen, als wenn man das ein bisschen grober anschaut. Aber es ist schwierig zu sagen, ohne zu sehen, wie das bei euch aussieht. Wir haben kürzlich eine WordPress-Seite von uns teilweise auf React umgestellt und dann im Mobile-Friendly-Test festgestellt, dass der Crawler unsere Seite nicht mehr erkennt. Weiße Fläche, leerer Inhalt. Außerdem wurden alle Meta-Titles nicht korrekt erkannt. Es wurde immer der Titel der Homepage ausgegeben. Wir haben nun das Schlimmste gefixt, indem wir das HTML nochmal statisch als NoScript mitgeben, sowie Polyfills eingesetzt haben. Wenn der Crawler merkt, dass es eine React-basierte Seite ist und er sie, warum auch immer, nicht richtig versteht, berücksichtigt er dann den besagten NoScript-Part. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich glaube, wir würden das für die Indexierung verwenden, aber wir würden das als nicht sichtbaren Text sehen und dann wäre es schwierig für uns, das im Snippet zum Beispiel darzustellen. Grundsätzlich würde ich nicht den NoScript-Bereich nehmen, um Inhalte quasi nochmal darzustellen, die eigentlich per JavaScript dargestellt werden können. Eine andere Sache, die da vielleicht noch eine Rolle spielt, ist, dass wir jetzt die ganzen Testing-Tools auf die neueste Chromium-Version umgestellt haben, so wie wir das für die Indexierung auch verwenden. Das heißt, wenn du das mit dem Mobile-Friendly-Test, sag ich mal, vor ein paar Tagen getestet hast und das war problematisch, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal mit dem neuen Test ausprobieren, um sicher zu sein, dass es wirklich immer noch nicht sichtbar ist oder ob es vielleicht inzwischen jetzt auch sichtbar ist. Weil gerade mit der älteren Version war es, glaube ich, auf ES5 oder ES4 beschränkt und bei den neueren JavaScript-Frameworks verwendet das halt eine neuere Version und das ist unterstützt mit dem neueren Chromium-Version. Parst Google die Links, also mit Ahrefs, und der Crawler parst dabei das Linkziel neu oder merkt Google beim Folgen dieses Links, dass es sich dynamisch mittels JavaScript was getan hat und parst die geänderten Daten on the fly. Es gibt da im Moment zwei Stufen, die passieren können. Einerseits, wenn wir die HTML-Seite geladen haben, direkt abgerufen haben, nur die HTML-Version, dann versuchen wir, die Links zu finden und versuchen, die dann auch für das Crawling bereitzustellen. Andererseits, wenn wir die Seite gerendert haben, das heißt, wenn Chrome die entsprechend aufgeladen hat und den JavaScript ausführen kann, versuchen wir dann auch nochmal die Links herauszuholen, die auf dieser Seite dann entsprechend sind. Das heißt, wichtig für uns ist, dass man wirklich A-Elemente einsetzt mit einem Ahrefs, mit einer URL und nicht, dass man zum Beispiel alles per On-Click macht, weil das, was per On-Click passiert, ist etwas, was Chrome oder was Googlebot quasi herausfinden müsste. Hingegen, wenn das als normaler Link implementiert wird, egal, ob das im statischen HTML am Anfang dabei ist oder per JavaScript eingebunden wird später, dann können wir das ganz normal herausrufen und sagen, das ist ein normaler Link, da ist eine URL dabei, diese URL können wir auch crawlen und auch versuchen zu rendern. Das heißt, eben wie gesagt, wichtig ist, dass man die A-Elemente verwendet mit Ahrefs, mit einer sauberen URL.
Und dann sollte das eigentlich klappen, egal ob das über statisches HTML oder per JavaScript quasi implementiert wird. Wir haben für unsere E-Commerce-Plattform seit Mitte März ein starkes Gap zwischen SEO-Performance für Mobile und Desktop und da einige Beispiele. Diese Differenz zieht sich für einen sehr hohen Anteil unserer Queries durch. Es handelt sich bei denen beispielsweise um transaktionelle Suchanfragen. Suchintention müsste demnach passen. Unser Shop ist responsive. Mobile User Experience stellen wir keine erheblichen Probleme fest. Auch Mobile-Friendly-Tests sehen gut aus. Aus technischer Sicht, Crawling, Sitespeed sehen wir ebenfalls keine starken Auffälligkeiten, Veränderungen. Hast du noch Tipps, wo wir ansetzen könnten? Schwierig zu sagen. Ich müsste da wahrscheinlich die Suchqueries mit dem Team ein bisschen genauer anschauen, um da festzustellen, was genau da die Unterschiede sind. Grundsätzlich kann es schon sein, dass wir Unterschiede im Ranking für einzelne Suchbegriffe zwischen Desktop und Mobile haben. In vielen Fällen bezieht sich das auf zum Beispiel Mobile Friendliness oder auf die Geschwindigkeit der Mobile-Version zurück. In anderen Fällen kann das natürlich auch andere Faktoren, die dann ein bisschen eine Rolle spielen. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel auf dem Desktop das alles ein bisschen besser rankt für was auch immer für Gründe. Aber ich kann das mit dem Team mal hier anschauen, ob es da etwas Spezielles gibt. In den meisten Fällen, die ich so in der Art schon mal zum Team gebracht habe, haben sie gemeint, das ist eigentlich okay aus ihrer Sicht so. Also okay, also eine Rückfrage dazu noch. Okay, dass das Ranking unterschiedlich ist. Aber du hattest am Anfang jetzt ja auch nochmal gesagt, dass Sitespeed so als Ranking-Faktor gerade Mobile natürlich nochmal so ein Faktor sein kann, was so ein Verhalten ja erklären könnte. Ich habe Desktop vielleicht das doch ein bisschen besser. Mobile ist es aber schwieriger, das alles entsprechend schnell zu verarbeiten, zu rendern und deswegen ist das Ranking vielleicht schlechter. Kann das ein Grund sein? Also wir haben versucht, da ein bisschen drauf zu gucken. Ja. Also auf die Frage, worauf achten wir da besonders? Sind das dann die Felddaten, die wir nutzen sollen in dem Sitespeed Test oder worauf sollten wir uns da fokussieren? Wir nehmen beides. Also wir nehmen die Felddaten und die theoretischen, quasi errechneten Daten. Um das entsprechend einzuwerten, wie jetzt eine Seitenladegeschwindigkeit ist. Genau, ja. Okay. Ja. Okay, das heißt, Sitespeed könnte man nochmal gucken. Okay, also für die Beispiele, wenn du da reinschauen kannst und möchtest, wäre es natürlich cool. Also wie gesagt, das ist für sehr, sehr viele der Fall. Das hat uns ein bisschen aufgefallen. Soll ich dir das schicken oder kannst du da so reingucken? Was brauchst du dafür noch? Ich denke, mit den Queries und mit der Website-Namen sollte ich da eigentlich schon was finden können. Alles klar. Gut, danke. Super. Okay, Frage zur Implementierung der Site-Element-Navigation per JSON-LD. Wir haben versucht, unsere Navigation per JSON-LD durch Type, Itemlist, Itemlist-Element auszuzeichnen. Wenn ich dies nun mit dem Testing-Tool teste, zeigt es mir als gefundenes Element Itemlist an und nicht Site-Navigation-Element. Schwierig zu sagen. Da müsste ich wahrscheinlich ein Beispiel-URL haben. Wenn du das vielleicht als Beispiel, als Reply dazu anheften kannst, dann kann ich das nachher nochmal anschauen mit dem Team. In Search Console unter Leistung gibt es den Button Neu. Darin gibt es den Punkt Darstellung in der Suche. Wo ist der Unterschied zwischen Stellenangebot und Stellenbeschreibung? Und Ergebnisse mit Rich Media meint, beziehungsweise die Ausgabe einer Jobseite im kurzen Rich Snippet in das Suchergebnis oder in der vollständigen Liste, wenn der User die Liste per Klick erweitert. Ich müsste da mit dem Team das mal anschauen, was da die effektiven Unterschiede sind. Weil gerade bei, ich glaube, das ist ja bei Job Search, sind die verschiedenen Punkte da. Und da ist, glaube ich, der Unterschied, je nachdem, welche Sicht geöffnet wird in den Suchergebnissen. Und da wollte das Team die separat entsprechend in Search Console einbinden, damit man die auch unterschiedlich tracken kann.
Es klingt so, als ob vielleicht die deutsche Version nicht optimal beschrieben ist. Ich muss mal schauen, wie das in der englischen Version aussieht und wie das entsprechend zurückpasst in der deutschen Version, welche Sachen da wie entsprechend dargestellt werden. Eine Frage zum Auszeichnen von Ads. Wir zeichnen Werbung auf unseren Seiten mit einem Div-Tab und dem Wort Werbung in der entsprechenden Sprache aus. Der Ad Experience Report ist 100% in Ordnung. Eine Umstellung des Ad-Server bedingt, dass dieses Tag nun gemeinsam mit der Ad ausgespielt wird, wenn auch tatsächlich der Werbeplatz verkauft wurde. Wie die Ad wird daher, auch das Tag mit JavaScript nachgeladen. Vermutlich noch aus Printseiten. Auf deutschsprachigen Seiten ist die Kennzeichnung von Werbung oft über den Werbemitteln. Im englischsprachigen Bereich darunter ist die Platzierung egal. Welche Sprache verwendet man ideal? Die Browsersprache des Nutzers passend zum Content? Ich weiß nicht ganz genau, wie das mit dem Ad Experience Report da gemacht wird, aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir die gerenderte Version verwenden für die Indexierung und da würden wir das entsprechend dann auch sehen. Das heißt, wenn das per JavaScript geladen wird zusammen mit den Werbeinhalten und wir das beim Rendering entsprechend so sehen, dann würden wir das entsprechend so auch da verwenden. Bezüglich der Sprache ist das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig kritisch. Zumindest aus Sicht der Suche ist es ja so, dass ihr die Sprache, wie kann man das am besten machen, eher passend zu den Inhalten habt. Das heißt, bei der Suche ist es für uns eher hilfreich, wenn wir sehen, dass die Inhalte in der gleichen Sprache dargestellt werden. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob wir die Inhalte der Werbung überhaupt sehen für die Suche. In vielen Fällen ist es ja so, dass die Ad-Server per Robots Text blockiert werden. Das ist an und für sich auch okay. Wenn wir die Inhalte sehen der Werbeblöcken, dann macht schon Sinn, dass man versucht, die Sprache der Werbung zu den Sprachen der Inhalten anzupassen, sodass, wenn wir die Seite anschauen für die Suche, dass es wirklich ein einheitliches Bild gibt bezüglich der Sprache. Wie das entsprechend zum Ad Experience Report zusammenklappt, weiß ich da nicht. Da müsste man wahrscheinlich es gibt ein extra Hilfeforum für den Ad Experience Report. Da würde ich da vielleicht einfach mal nachhaken, damit man das auf Nummer sicher hat. Super, Dankeschön. Werden die AMP-Filter aus der Search Console-Darstellung in der Suche zeitnah in Data Studio integriert? Durch die Umstellung von AMP-Traffic, der mit in die WWW-Properties einläuft, haben wir Schwierigkeiten in der Report-Erstellung. Ich weiß, dass an der API gearbeitet wird, aber wie schnell da diese speziellen Filter da hinüberkommen, kann ich da jetzt nicht sagen. Man kann auch über die API die Domain-Properties entsprechend abfragen, aber es ist schwierig zu sagen, wie das genau rüberkommt. Was man auf jeden Fall auch machen kann, ist einfach weiterhin die früheren Properties verwenden, also mit HTTPS, www und AMP und wie auch immer man die Unterverzeichnisse hat und das entsprechend über die API herausholen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie schnell da die neuen Funktionen in der API entsprechend eingebunden werden. Noch mehr Fragen zu Google Jobs. Irgendwie habe ich da nicht so viel Informationen zu Google Jobs. Normale Seiten mit relevanten Content sollten es über die Zeit nach oben in den Ranking schaffen. Seiten mit offenen Jobs, die nur wenige Wochen im Netz sind, haben diese Lebensdauer natürlich nicht und müssen dennoch gerankt werden. Gibt es Tipps oder Best Practices, um hier möglichst zu performen? Gerade auf Google Jobs Seite weiß ich nicht, wie man das da am besten macht. Meines Wissens sollte das eigentlich ganz normal über das normale Ranking klappen. Also nicht, dass wir da irgendwie etwas Spezielles erwarten.
gerade bei Google Jobs ist es ja eigentlich so, dass wir da versuchen, auch neue Sachen möglichst schnell reinzubringen. Schauen, ob da noch neue Fragen dazugekommen sind. Ich glaube, das waren soweit die Fragen. Was gibt es aus eurer Sicht noch? Womit kann ich helfen? Ich hätte noch eine Frage zu Interstitials, also bezüglich Cookie-Banner, also auch nochmal bezogen vielleicht auf so Mobile-Desktop-Vergleich. Wie genau ist Google da in der Interpretation unterwegs? Aber wir haben gemerkt, zum Beispiel, wir haben ja auch den Cookie-Banner, aber da kommt zum Beispiel das Wort Cookie jetzt gar nicht drin vor. Ist das ein Problem, dass Google das dann vielleicht gar nicht so als dieses Feature entsprechend erkennt? Wahrscheinlich schon, hätte ich jetzt gesagt, oder das ist auch möglich, ist nur die Frage ist, also wie genau interpretiert Google so einen Cookie-Banner als Interstitial und kann es ein Problem sein, dass mobile-seitig da vielleicht verdeckte Elemente dann abgewertet werden oder? Bezüglich verdeckter Elemente sollte das kein Problem sein. Wichtig ist einfach, dass der Banner nicht die Inhalte ersetzt, sondern einfach oben drüber entsprechend dargestellt wird. Ja. Per JavaScript kann man das ja machen oder HTML oder wie man das auch machen möchte. Wichtig ist einfach, dass man da nicht irgendwie mit einem Redirect arbeitet oder sonst wie die eigentlichen Inhalte effektiv blockiert. Das ist ja bei einigen Bannern der Fall, dass man da irgendwo weiterleitet und dann wieder zurückleitet, wenn man auf OK klickt. Und das würde dann nicht funktionieren. Wenn wir erkennen können, dass es ein normaler, sag mal, Cookie-Banner ist oder ein sonstiger rechtlicher Banner, zum Beispiel mit einer Alterseingabe oder so etwas, dann wird das eigentlich auf unserer Seite soweit, sag mal, akzeptiert. Sollte eigentlich kein Problem sein. Man kann das einigermaßen testen, indem dass man einfach nach den Inhalten sucht in den Suchergebnissen. Mhm. Und wenn man da einen Bereich herausnimmt, das in Quotes sucht und das noch kommt, dann können wir auf jeden Fall diese Inhalte indexieren. Wir wollten an und für sich noch einen Blogpost mal machen über, wie man am besten solche, sag ich mal, rechtliche Banner gestalten kann, damit das wirklich auch klappt. Aber aus irgendeinem Grund hat sich das hier bis jetzt immer verzögert. Müssen wir vielleicht mal nachfragen. Mal schauen, was man da machen kann. Gut, danke. Mhm. Eine Frage dazu, wirkt sich so ein Banner denn auf die Qualität aus? Also sagen wir mal einfach, wenn einer fehlt, ist das dann eher schlecht für die Qualität? Also wenn man jetzt nicht über die Datenschutzsachen direkt hinweist? Nein, an und für sich nicht, nein. Das sollte kein Problem sein. Also gerade die rechtlichen Banner sind aus unserer Sicht etwas, was man verwenden kann, was auch unproblematisch sein sollte. Und es ist auch nicht so, dass wir das dann gegen eine Website zählen, wenn keiner vorhanden ist. Okay, danke. Okay. Weitere Fragen? Womit kann ich noch helfen? Ja, ich hätte noch eine Frage. Erkennt Google das Shop-System? Also, sagen wir mal einfach, ich sehe in letzter Zeit immer häufiger, dass Shopware sehr weit oben ist. Also von der Optimierung auch her ist das eigentlich ein gutes Shop-System. Erkennt ihr sowas oder eher nicht? Wenn es eine Eigenkonstruktion ist, ist es dann eher schlechter oder? Wir versuchen eigentlich nicht, die Systeme zu erkennen, sondern wir nehmen die Inhalte, wie sie halt kommen, gerade für die Suche. Wir versuchen manchmal, die unterliegende CMS zu erkennen, einfach damit wir auch Informationen darüber verschicken können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel erkennen können, dass WordPress verwendet wird und dass eine ältere Version von WordPress verwendet wird, dann können wir über Search Console mal eine Nachricht schicken und sagen, hey, das ist eine veraltete Version, die hat vielleicht Sicherheitslücken dabei und da sollte man vielleicht auch mal ein Update machen. Okay. Und vielleicht fehlende Kundenkonten, erkennt ihr sowas auch? Also was für Konten? Bitte? Wie meinst du? Ja, zum Beispiel haben wir jetzt gar keine Kundenkonten. Also wir legen keine Kundenkonten an wegen der Sicherheit. Also wir machen es einfach nicht. Ich will einfach nichts damit zu tun haben, jetzt mit den Passwörtern und so weiter. Wird sowas auch erkannt? Also fehlende Qualität? Nein. Auch nicht? Nein. Okay. Das ist kein Problem. Okay, alles klar, danke. Cool, und irgendwo ist noch eine Frage, habe ich im Chat gesehen.
Mal gucken. Wo ist das? Okay. Wir haben einen Blog, der zum Beispiel unter der Kategorie Aktuelles mittlerweile etwa 150 Artikel aufweist. Und es gibt noch 8 weitere Kategorien. Wir teasern auf der ersten Kategorie-Seite 10 Artikel, den neuesten zuerst. Der User kann über Vor und Zurück über die Seitenzahlen navigieren. Seit März spielt Rel Previous Next für euch keine Rolle mehr. Es fühlt sich an, als würdet ihr eine View-All-Lösung bevorzugen. Und all die Seiten mit jeweils bis zu 10 angeteaserten Artikeln sollen per Canonical auf die View-All-Seite zeigen. Ist das Best Practice oder was würdest du da für den besten Umgang mit paginierten Seiten empfehlen? Ich mache mir ein wenig Sorgen wegen der hohen Ladezeiten einer View-All-Seite. An und für sich kann man beides machen. Die View-All-Seite, wenn man etwas hat, was einigermaßen brauchbar ist, kann man das machen. Wenn man eher mit paginierten Seiten arbeiten möchte, ist das an und für sich auch okay. In der Regel sind solche Kategorienbereiche weniger kritisch, weil wenn ihr mit Teasern arbeitet, dann sind ja nicht die vollen Inhalte auf diesen Kategorienseiten. Das heißt, wir finden von diesen Kategorienseiten eher einfach die Links zu den einzelnen Artikeln. Und die einzelnen Artikel sind dann für uns wirklich klar zu diesen einzelnen Themen entsprechend ausgerichtet. Und die können wir dann entsprechend auch in den Suchergebnisseiten bringen. Das heißt, wir nehmen dann die Kategorien eher dazu, wenn jemand nach einer Kategorie von Informationen sucht. Oder wir nehmen sie dann dazu, wenn wir an für sich die Links zu den einzelnen Artikeln einfach brauchen. Dann können wir über diese Kategorienseiten da diese Links auffinden. Die Änderung mit Rel Next und Rel Previous ist an für sich schon ein bisschen älter auf unserer Seite. Wir haben das einfach von den Teams entsprechend dann erstmal erfahren und entsprechend auch bekannt gegeben. Aber an für sich ist das schon seit einiger Zeit so. Das heißt, wenn es, sag ich mal, bis März für euch soweit funktioniert hat, dass die Artikel auffindbar sind, dass die sauber indexiert werden, dann müsst ihr da eigentlich nicht groß etwas ändern. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ich hätte dann sogar noch eine Frage, wenn es... Einen habe ich noch frei sozusagen. Auch nochmal, weil du auch innerhalb des Hangouts sagtest, Links direkt im A-Tag am besten und nicht über irgendwie JavaScript on Click und so weiter. Und jetzt ist nochmal die Frage aufgekommen, also jetzt je nachdem Mobile, die Burger-Navigation, wie sie auch häufig typisch eingesetzt wird, also Mobile-Desktop-Unterschiede bezüglich des Linkgrafen. Also ich habe jetzt die Links von der Navigation, die Mobile ja eigentlich genutzt wird, die Burger-Navigation, also die wirklich vom Nutzer auch verwendet werden kann, dass die vielleicht technisch anders eingebunden wird, nämlich eher clientseitig beziehungsweise sogar JavaScript-on-Click, dass dadurch die Links erst entstehen, die desktop-seitig, aber direkt serverseitig alle drin sind. Wenn ich jetzt die E-Commerce-Plattform nehmen würde, ich habe eben eine 1, 2, 3, also Damen, Bekleidung, Kleider oder sowas. Und dieser Kleiderlink zum Beispiel, der wäre mobile ja eigentlich erst on-click irgendwie sichtbar für Google oder was dann ja auch sehr schwierig dann irgendwie wäre, während das desktop-seitig aber direkt serverseitig schon mitgeliefert wird. Kann das ein Problem sein bezüglich des Linkgrafen mit Mobile-Desktop-Unterschied? Ja, gerade bei der Mobile-First-Indexing nehmen wir ja dann nur die Mobile-Version für die Indexierung. Das heißt, wenn es auf Desktop, sag ich mal, sauber verlinkt ist, aber auf Mobile nicht und wir haben umgestellt auf die Mobile-First-Indexierung für die Website, dann sehen wir nur die Mobile-Version. Dann nehmen wir gar nicht die Desktop-Version für die Links dazu. Okay, genau. Also jetzt ist es in dem Fall so, dass wir die Desktop-Navigation durch Responsive auch noch hatte, also serverseitig drin haben. Also ehrlicherweise haben wir Mobile, wenn man ehrlich ist, dann zweimal die Navigation drin. Einmal die serverseitige von der Desktop-Variante und dann gibt es eben einmal noch das Burger-Menü, wo JavaScript-seitig die nachgeladen. Aber das sind ja ehrlicherweise, also das erkennt Google ja bestimmt auch, dass das eben der Part ist, der eigentlich gar nicht zur Anzeige kommt und auch nicht genutzt wird von Nutzern, weil das sind ja Links, die können gar nicht geklickt werden mobile, weil es die Desktop-Navigation, die serverseitig geladen wird, dort ja nicht gibt. Und also sie sind zwar drin, also der Googlebot kann sie discovern und auch dort sehen, aber mit dem Hintergrund, dass sie eigentlich nicht anwendbar für Nutzer sind. Ist das dann vielleicht auch der Konflikt? Kann das ein Konflikt sein? Das ist eigentlich okay. Wenn die Links im HTML dabei sind, dann können wir die URLs ja erkennen und die Links sehen und dann ist es eigentlich auch okay. Wir klicken ja auch nicht auf der ganzen Seite herum, zum sehen, wo, wann etwas sichtbar wird.
Von dem her, wenn das einfach im HTML dabei ist, dann können wir das schon weiterverwenden. Okay, cool, danke dir. Ja, sonst hätte ich noch eine Frage. Okay, wenn noch Zeit ist. Wenn eine neue Seite jetzt fully responsive gelauncht wird, ist die automatische Mobile First Index dann schon umgestellt und ist automatisch dann schon? Ich weiß nicht, wann wir gesagt haben. Ich glaube, ab September ist alles Mobile First Indexing per Default. Ich weiß nicht mehr, wann der Datum war. Aber an und für sich ist es so, dass gerade neue Domains, wenn wir Domains sehen, die wir vorher noch nie gesehen haben, die werden jetzt per Mobile First Indexing gemacht. Dann bekommt man auch keine Information in Search Console, also keine eigene Nachricht, sondern es wird einfach dargestellt, dass es jetzt über die Mobile First Indexierung verarbeitet wird. Und das kann man irgendwo nachschauen, dass es jetzt schon bereit umgestellt wird, außerhalb jetzt nicht nur diese Nachricht, die man bekommt. Genau, man kann ja über den Inspect URL Tool, sieht man ja, welche Version verwendet worden ist für das Crawling und für die Indexierung, ob das Googlebot oder Googlebot Smartphone war. Und da erkennt man dann eigentlich sofort, dass es jetzt auf Mobile First Indexing umgeschaltet ist oder nicht. Perfekt, danke. Super. Eine letzte Frage hätte ich noch, wenn die Zeit noch da ist. Und zwar, es geht so ein bisschen so Richtung Crawl-Budget. Und zwar, wir haben eine Preisvergleichseite, die Produkte indexiert, die mehr als 3 Angebote haben. Das heißt, weil der Mehrwert dann für Nutzer natürlich ein bisschen größer ist, wenn ich wirklich verschiedene Produkte miteinander vergleichen kann. Und im Moment ist es so, dass wir haben aber, das ist immer dynamisch, manchmal fällt ein Produkt raus, manchmal ist es drin. Und die URL ändert sich, je nachdem, wenn ich nur noch ein einziges Angebot habe, also keinen Vergleich mehr habe, sondern nur noch ein einziges Angebot habe, dann ändert sich die URL von das normalerweise das Product, dann ändert sich jetzt in Offer. Das wird dann mal redirected in dem Moment. Und aktuell habe ich sämtliche Offers über die Row-Stacks gesperrt, weil ich hatte die Erfahrung einmal gemacht, dass sehr viel Crawling dann natürlich dort passiert. Und das hat sich einfach negativ auf die gesamte Seite ausgewirkt. Das ist aber schon länger her. Und ich denke schon, also manchmal ist es einfach, es gibt dann diese, das über das Robustext blockieren ist ein bisschen unschön, weil natürlich dann manchmal es geht hin und her und dann erkennt ihr irgendwann nicht mehr, dass es eigentlich wieder ein Produkt ist, weil es dann dieser Loop einfach hängen bleibt. Ne? Und jetzt überlege ich, es ist die Überlegung vielleicht, dass man erst sagt, wir wollen die Seite komplett serverseitig rendern, das dauert aber noch, bis das umgesetzt ist. Oder ob ich das mal testweise diesen Eintrag in der Robustex nochmal entfernen soll. Oder soll man lieber, ich meine, was noch dazu kommt, ist, dass diese Offer-Seiten, die haben zwar weniger Mehrwert als jetzt diese Vergleichsseiten, aber trotzdem kann der Kunde immer noch ein Produkt finden, was in dem Shop aufgefüllt ist. Also wenn es gar keine Angebote gibt, dann existiert die Seite gar nicht. Mhm. Also, und vor allen Dingen, was für ein Zeitraum würdest du sagen? Also wenn ich jetzt mal das entferne und sage, okay, ich habe... Was ich machen würde, ist das Versuchen, in kleinere Probleme aufzubrechen. Das heißt, vielleicht einfach einen kleinen Teil von diesen Offer-Seiten mal freischalten, dass man per Robots-Text vielleicht einfach allow und dann die Offer und dann, ich weiß nicht, ein Buchstaben, so dass man wirklich einen kleinen Teil von diesen Offers mal freischaltet und dann einfach mal beobachten, wie sich das einpendelt. Ich denke, am Anfang wird das sicher so sein, dass wir sehr viel crawlen, weil wir das Gefühl haben, da ist jetzt ganz viel Neues dabei. Aber denke mal, nach einigen Wochen wird sich das einpendeln und dann kannst du ein bisschen besser beurteilen, passt das vom Crawling für euch, ist quasi der Aufwand und Ertrag für euch in Ordnung und wenn das okay ist, dass man da vielleicht dann mehr freischaltet oder dass man sich halt überlegt, wie könnte man das anders gestalten. Okay, ja, das ist ein guter Vorschlag, sehr gut, Dankeschön. Okay, dann machen wir vielleicht hier mal Pause. Vielen Dank fürs Erscheinen, für die vielen Fragen. Ich richte auf jeden Fall nochmal die nächsten Hangouts ein. Und wenn diejenigen von euch, die noch weitere Informationen geben wollen, das einfach als Kommentare einfügen können, dann kann ich das nachher auch noch entsprechend anschauen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und vielen Dank nochmal fürs Kommen. Tschüss allerseits. Danke, ciao. 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 Ciao.